auf Susis Cooking Kanal. Heute gibt es einen Erdbeer-Amarettini-Kuchen. Das ist ein Kuchen, den wir nicht backen müssen. Der Boden besteht aus Keksen und Butter und der kommt nur in den Kühlschrank. Ich lese euch mal vor, was wir für den Kuchen brauchen. Wir brauchen 500 Gramm Erdbeeren, 90 Gramm Butter in Stücken, 200 Gramm Amarettini oder andere Kekse, die ihr gerne esst, 250 Gramm Sahne, 500 Gramm Naturjoghurt, 70 Gramm Zucker, 30 Gramm Vanillezucker und 2 Päckchen gebrauchsfertige Gelatine, a 30 Gramm quasi. Das sind so Päckchen, 2 Stück. Und das wäre auch schon alles. Dazu brauchen wir noch eine Springform, eine 26er Springform, die ich mir bereits mit Backpapier ausgelegt habe. Und somit können wir auch schon mit dem Rezept starten. 300 Gramm der Erdbeeren viertelt ihr oder wie auch wie ich jetzt, ich habe sehr kleine gehabt, die habe ich halbiert, 300 Gramm. Die anderen brauchen wir danach zum Dekorieren. Die Springform haben wir uns schon ausgebuttert, ausgelegt mit Backpapier, nicht ausgebuttert. Jetzt kommen 90 Gramm Butter in Stücken, meine ist aber immer relativ weich, in den Mixtopf. Falls ihr mich wieder fragt, nach dem, wo ich meine Butter drin habe, das ist eine französische Butterdose. Die hat noch ein Unterteil, da ist ein bisschen Wasser drin und dann kommt die so rein. Und so bleibt die immer streichfähig und weich und muss aber nicht in den Kühlschrank. Habe ich auch in meinem Amazon-Shop, den ich unten unter dem Video verlinkt habe, könnt ihr da nachschauen, da ist die auch drin. Nur weil ich immer wieder danach gefragt werde. Die Butter wird jetzt 3 Minuten bei 60 Grad auf der Stufe 2 geschmolzen. Ich habe jetzt in der Zeit, wo die Butter schmilzt, mal das Butterfässchen komplett hierher geholt. So sieht das Ganze quasi aus. So steht es bei mir in der Küche. Das ist das Unterteil, da ist ein bisschen kaltes Wasser drin. Die weiche Butter, in meinem Fall ist das jetzt ein Gefäß für ein Stück Butter, 250 Gramm, wird hier reingestrichen. Die muss also schon weich sein, damit man sie reinmachen kann. Und dann kommt es da drüber, das fällt auch nicht raus und durch das Wasser bleibt die richtig frisch. Ich hasse harte Butter, aber wir essen gerne Butter. Und wenn du so die Butter heraus stehen hast, wird die immer gleich ranzig und gelb. So habt ihr die ewig. Wenn es richtig warm ist, das Wasser jeden zweiten, dritten Tag unten wechseln, so hoch auffüllen. Schaut euch die mal an, ich habe die schon Jahre und jedem, den ich die empfohlen habe, würde diese französische Butterdose nicht mehr hergeben. Achtet aber darauf, dass oben ein Knauf ist. Meine erste hatte den nicht und dann war das sehr schwer abzuheben. So mit so einem Knauf oder mit irgendetwas, was ihr greifen könnt, ist es viel besser. So, lange gequatscht um Sachen, die es hier gar nicht geht. 1 Minute 20 haben wir noch, dann ist unsere Butter schon wieder geschmolzen und wir machen weiter. 5 Sekunden Abkühlzeit. Amarettini-Kekse da mal herrichten. Gramm von den Amarettini kommen jetzt in den Mixtopf. Deshalb, weil wir uns die 20 Gramm aufheben für später für die Deko. Habt ihr keine Lust auf Deko, dann macht den ganzen Beutel rein. Das wird jetzt 20 Sekunden auf der Stufe 5 zusammen zerkleinert und vermischt. Die Brösel-Buttermischung kommt jetzt in unsere mit Backpapier ausgelegte Springform. Und wird einfach ein bisschen angedrückt. Wer den Geschmack der Amarettinis jetzt nicht so gerne mag, der könnte genauso gut Butterkekse oder Haferkekse nehmen. Aber das wisst ihr bestimmt eh. So
So sieht der Boden jetzt aus. Ich habe ihn mit einem großen Löffel glatt gedrückt und ein bisschen glatt gestrichen. Und den stellen wir jetzt noch kurz weg. Geben den Mixtopf, spülen wir uns aus, auch schön kalt ausspülen, weil jetzt schlagen wir Sahne und geben unseren Schmetterling in den Mixtopf sowie 250 Gramm Schlagsahne. Und jetzt wird der Wähler wieder auf der Stufe 3 eingestellt, ohne Zeitangabe. Ihr wisst es mittlerweile, einfach mit Gehör und ab und zu mal oben reinschauen, steif schlagen. 2 Minuten 30 hat diese Sahne jetzt bei mir gedauert und schaut so aus. Ich sage, man kann da wirklich keine Zeitangaben geben. Die Sahne füllen wir uns jetzt noch um, kurz. In der Zwischenzeit, wo die Sahne aufgeschlagen hat, habe ich mir in meiner Form innen wieder Erdbeeren aufgestellt, in Scheiben geschnitten und außen rumgestellt, weil ich denke, es schaut einfach schön aus, wenn wir ihn dann aus der Form lösen. Jetzt kommen in den Mixtopf, den müssen wir natürlich nicht spülen, weil es kommt ja dann eh wieder alles zusammen, 500 Gramm Naturjoghurt. Ihr wisst, ich habe wieder meinen Eimer, den 10%igen, ihr könnt aber genauso gut 1,5 oder 3,5% nehmen, da wir ja die Sofortgelatine reingeben und der dann schon fest wird. Aber ihr seht schon, wie stichfest dieser Joghurt ist und einfach vom Geschmack her sehr, sehr lecker. 70 Gramm Zucker. Vanillezucker, genau die hatte ich ja da schon mit drin. Dann kommen die zwei Päckchen gebrauchsfertige Gelatine dazu. Das ist eben bei der gebrauchsfertigen sehr schön, weil die wird einfach mit untergerührt. Die muss nicht quellen vorher. Und das Ganze wird jetzt 20 Sekunden auf der Stufe 3,5 miteinander verrührt. Jetzt kommt auch schon wieder die geschlagene Sahne dazu. Fünf Sekunden auf der Stufe 3,5 unterrühren. Und jetzt unsere 300 Gramm geviertelten oder wie bei mir halbierte, wie groß ihr die einfach habt, Erdbeeren. Und die werden jetzt 10 Sekunden im Rücklauf auf der Stufe 2 untergerührt. Jetzt schauen wir mal, wenn die jetzt noch nicht ganz untergerührt sind, dann werde ich das mit dem Spatel auf jeden Fall machen. Ja, da hat sich nichts getan. Das rühren wir uns jetzt einfach mit dem Spatel ein wenig unter. Wenn man höher schaltet, zerkleinert es die Erdbeeren und es wäre auch dort gestanden mit dem Spatel helfen zum Zerkleinern. Aber ich würde sagen, wenn wir da jetzt 3-4 Mal umrühren, dann passt es auch. Schmeckt sehr gut, nicht zu süß, lecker. Diese Creme geben wir jetzt auf unseren vorbereiteten Boden und streichen uns das glatt. Und das war's auch schon. So schaut es jetzt aus. Jetzt soll der Kuchen mindestens für 4 Stunden in den Kühlschrank. Bei mir darf er das über Nacht. Und morgen dekorieren wir den einfach noch mit den restlichen Amarettini sowie den restlichen Erdbeeren. Ganz wie wir das möchten. Ich liebe Erdbeeren und es muss nicht immer Biskuitkuchen sein, denke ich. Und der geht wirklich super schnell und die Creme mit dem Joghurt schmeckt sehr, sehr gut. Ihr werdet das Bild sehen, wenn er angeschnitten ist, beziehungsweise wenn er aus der Form kommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr ihn auch ausprobiert. Manchmal ist man so verbohrt, immer die gleichen Kuchen zu machen. In die Verlegenheit komme ich jetzt dank euch eigentlich nicht. Ich probiere immer gerne Neues aus und meistens, bis jetzt muss ich sagen, erkennt man eigentlich ja oft schon, wenn man das Rezept liest, das schmeckt man und das ist was für mich oder nicht.
Bei dem bin ich mir fast sicher, dass uns der schmeckt. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Habe wahrscheinlich jetzt noch Sahne am Mund. Und sag Servus und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.